Die Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit bei Immobilienverkauf ist enorm wichtig. Das ist super, super wichtig, weil ich damit einfach nur meine Chancen entweder enorm gut stelle oder total schlecht stelle. Wir stellen uns das immer so vor. Also jetzt, wenn ich eine Immobilie auf den Markt bringe, dann habe ich so einen Trichter. Das heißt, wir gucken, dass wir möglichst viele Interessenten, Anfrager oben reinkippen. Die werden durch den Trichter dann quasi immer ausgefiltert. Das heißt also, wer kommt davon in Frage, wer kann überhaupt eine Finanzierung kriegen, so wer nicht kann, fliegt schon raus. Das heißt, es wird immer dünner. Bei der Sichtbarkeit ist halt ganz wichtig, dabei, dass ich möglichst viel oben reinkippe, weil ich unten raus immer nur rausfiltern muss, um dann zum Schluss den oder die potenziellen Käufer noch rauszukriegen, mit denen ich dann klar finale Verhandlungen führen kann und Details abstimmen kann. Das heißt also, Sichtbarkeit ist echt das A und O. Ich kann ein super Angebot haben, eine super Immobilie zu einem super optimalen Preis am Markt platzieren. Wenn die mein potenzieller Käufer nicht kennt, ja dann, was soll ich dann tun? Ne, das ist dann sinnfrei. Das heißt für uns ist selbstverständlich, in den größten Portalen vertreten zu sein. Wir sind im Ruhrgebiet tätig, da ist es momentan der Marktführer und weiß momentan eigentlich schon seit mehreren Jahren, Jahrzehnten, Immobilien-Scout24. Das heißt, bei uns kommen alle Inserate immer auf Immo-Scout24. Egal was es will, die werden zwangsweise darauf platziert. Unser Portal selber, was wir betreiben, das heißt unsere Seite, wo wir halt auch alle unsere Immobilien, die wir gerade zur Vermarktung haben, drauf haben, auf die Seite platzieren wir natürlich auch dabei. Wir haben bei uns eine interne Datenbank, wo wir ja Suchende, das heißt Leute, die sich mal bei uns gemeldet haben, man kann bei uns so ein Profil hinterlegen oder auch mehrere Profile, die dann sagen, ich möchte in der Region, in der Lage, in diesen Range vom Preis. Das alles kommt mit automatisch dabei, sobald ein Objekt erfasst und wird automatisch eine Mail daraus generiert. Wir haben dann auch vorgemerkte, wie soll ich sagen, Investoren, die immer kaufen, die immer nachkaufen, die kennen wir natürlich alle persönlich. Das heißt, wir wissen ganz genau, welcher Investor, welchen Zustand, welche Heizungsart, welche Lage, welchen Standort mag und kommen da natürlich sofort schon vor der Vermarktung oder während der Vermarktung schon direkt mit im Gespräch. Dann haben wir halt noch solche Special-Sachen. Es gibt Spezialmobilien, da gibt es auch Spezialportale für. In diesen Fällen inserieren wir noch zusätzlich auf diesen Portalen dabei. Dann haben wir noch, ich glaube, 6 oder 7 weitere Portale. Wir haben eBay Kleinanzeigen. Dann haben wir ganz neues Portal. Und zwar ist das ein Genossenschaftsportal von mehreren Maklern, Immogeno zum Beispiel. Markt.de, Koka, also diese ganzen Kleinanzeigenportale. Das ist zwar alles meistens nicht so der Hit, bringt selten die richtige Anfrage. Aber wie gesagt, wir sorgen für eine möglichst weite Bekanntheit. Und was auch noch total viel bringt, ist in Facebook das Ganze zu posten. Das heißt, wir präsentieren das Objekt nochmal auf unserer Seite, verweisen dementsprechend dann nochmal auf unsere Inserate. Bei spannenden Immobilien machen wir so eine kleine Vorankündigung, wo wir sagen, Achtung, bald haben wir ein Objekt, das hat diese Eckdaten, kommt dann und so weiter. Also so ein bisschen so eine Spannung erzeugen für Leute, die es interessiert, sind sofort hinterher oder rufen dafür auch schon an und fragen, was ist das genau, kann man schon besichtigen und so weiter, kann ich der Erste sein, ne? Das haben wir schon ganz oft dabei. Und was wir auch noch machen ist, es gibt Facebook-Gruppen, das heißt zum Beispiel, weiß ich, Nachmieter in Essen, Immobilienverkauf in Ratingen und so weiter. Es gibt halt solche Gruppen, die sind meistens mit teilweise 10.000 Mitgliedern drin. Da kommt auch eine riesen Resonanz dabei raus. Also, was ich aber nur sagen möchte, ist, ganz wichtig beim Immobilienverkauf ist eine soweit ich kann erhöhte oder maximale Sichtbarkeit. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff, eine maximale Sichtbarkeit herzustellen, damit ich dafür sorge, dass meine potenziellen Kunden, die das Objekt interessieren könnte, das Objekt zwangsweise sehen, dass es gar keinen Weg dran vorbeigeht. Die müssen die Immobilie sehen und am besten mehrfach. Das muss ich sicherstellen. Das ist einer, wenn nicht sogar, das ist nicht sogar fast unsere Hauptspezialität. Das war Tipp Nummer 1.